Hi, und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo und herzlich willkommen zu meiner Freitagsnaberei. Ja, heute habe ich das Thema Verträge und AGBs. Ich weiß jetzt nicht, ich kann euch jetzt nur sagen, wie ich da drauf gekommen bin, nämlich habe ich zufälligerweise mal wieder, musste ich meinen iPod platt machen und neu starten. Und irgendwann kamen da diese großen Apple-AGBs, diese ewig langen Texte. Also wenn du diese Texte ausdruckst, habe ich manchmal so das Gefühl, du kannst damit einmal die Welt umrunden. Ja, und ich habe dann eben angeklickt, habe es gelesen, habe aber nicht ein Wort davon gelesen. Und dann ist mir so eingefallen, eigentlich passiert es einem sehr schnell. Und manchmal ist es auch so, dass ich irgendwelche Sachen, also sowas wie irgendwelche Briefe krieg und oder irgend sowas von der Bank oder Post oder von der Versicherung oder irgendwas. Und ich gebe zu, ich lasse es immer meine Mutter lesen und sie mir dann sowas vorlegt und ich dann einfach unterschreibe, ohne darüber nachzudenken, was eigentlich da jetzt gerade drauf stand. Also meine Mutter könnte mir einen Zettel vorlegen, auf dem drauf steht, ich überschreibe all mein Guthaben und mein Geld meiner Mutter. Und ich würde es wahrscheinlich unterschreiben, einfach weil ich es nicht mehr lese. Ich weiß auch nicht, bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich, obwohl ich früher mal versucht habe, wirklich alles zu lesen, dass selbst ich jetzt aufgebe. Und vor ein paar Tagen habe ich dann zufälligerweise in einem Futtershop, der heißt Zoo Plus, da habe ich dann zufälligerweise, weil ich für den kleinen Leo Futter gebraucht habe, und da habe ich dann eben zufälligerweise, weil die AGBs nur so einen kleinen Absatz waren, die mal tatsächlich wieder mal welche gelesen, habe ich mir auch so gedacht, hups, weil ich habe, was da eigentlich so alles so drin steht und was man da so reinschreiben kann. Die haben dann reingeschrieben, sowas wie sie nehmen sich heraus, die Bilder von meinem Hasen zu veröffentlichen für kommerzielle oder eben auch für Werbezwecke. Da habe ich mir auch so gedacht, will ich wirklich, dass dann die Bilder von Leo einfach von irgendeinem anderen als mir benutzt werden können? Dann habe ich auch mal so über andere AGBs nachgedacht, nämlich ich weiß nicht, was in den AGBs von YouTube drin steht oder in denen von Twitter oder von denen von Facebook. Aber es gibt so AGBs, die, egal was da drin stehen würde, man hat eh kaum eine andere Wahl, als da zu sagen, okay, ich akzeptiere es. Zum Beispiel sei es die Sims, das Spiel. Ich spiele ich ja sehr gerne, das weiß jeder, der mich kennt. Und dann ist es wirklich so, dass da ja auch am Anfang diese AGBs sind, wenn man es installiert, also das erste Mal. Und da habe ich auch einfach auf, ich akzeptiere die AGBs oder auch bei anderen Spielen akzeptiert man die AGBs. Weil was soll man machen? Man möchte ja das Spiel spielen. Und wenn man die AGBs nicht akzeptiert, dann heißt es im Klartext, man kann das Spiel nicht spielen. Und dann ist ja dann auch Schwachsinn, sich ein Spiel kaufen, um es nicht spielen zu können, wenn man den allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmt. Das Einzige, was ich aber wirklich in jedem AGB seit ein paar Jahren immer suche, was ich immer auch gucke, wo es ist, ist die Gerichtbarkeit, weil nach den Gesetzen von der Gerichtbarkeit von dem Land, wo die AGBs, also von dort, wo der Gerichtsstand ist, an diese Gesetze muss man sich halten. Und es gibt so manche Orte, wo die Gesetze nicht so unbedingt vorteilhaft für die Verbraucher sind. Und es gibt solche Orte, wo es eher für die Verbraucher gut ist. Aber so richtig aufgefallen ist mir das, wenn meine Mutter zu mir gesagt hat, sie hätte sich alle AGBs durchgelesen bis jetzt. Und ich mir dann irgendwie so gedacht habe, okay, Respekt, weil das sind ja wirklich so ellenlange Texte. Und Schlimmste ist immer, irgendwo ist immer ein Kleingedrucktes. Und ich bin ja jemand, wenn ich dann diese Dinger lese, dann mache ich ja das Kleingedruckte, ich mache immer alles in derselben Schriftgröße, damit ich, egal was es ist, immer weiß, um was es geht, weil, ja, man sollte schon wissen. Und dann tue ich wahrscheinlich meistens das, was man nicht tun sollte. Ich lege es meiner Mutti vor, dass sie es liest. Manchmal interessiert es mich dann doch, was drin steht. Aber es ist auch so, man hat auch so eine alte Geschichte von uns. Wir hatten mal PayPal. Und die Karte haben wir dann für irgendeine Bestellung benutzt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube Amazon. Weil meine Mutter gesagt hat, wir geben da nicht die Kreditkarte an. Und ja,
Dann war es auf jeden Fall so, dass wir dann PayPal uns geholt haben. Dann mussten wir da erstmal Geld auf das PayPal draufladen. Und dann war es eben so, dass wir das dann eben einmal gemacht haben und dann haben wir es vergessen erstmal. Und dann nach ein paar Monaten, ich weiß nicht mehr, also es war vielleicht auch ein, zwei Jahre, kamen neue AGBs und dann habe ich die eben für meine Mutter ausgedruckt und dann meine Mutter gesagt, dass wir jetzt PayPal auf jeden Fall löschen sollten, weil ich weiß nicht mehr, was es war und ich glaube, mein Mann ist das auch nicht mehr. Aber irgendwas stand dann in den AGBs, was uns beiden nicht mehr ganz geheuer war. Und dann haben wir das auf jeden Fall also auch gelöscht und haben es PayPal verlassen. Und ja, manchmal frage ich mich, wenn man immer so diese AGBs nicht durchliest, wenn man nicht weiß, wie die Regeln sind, dann. Ich frage mich immer, ob so bei Facebook oder YouTube oder wie man das, also die ganzen Accounts, kann man die überhaupt noch löschen oder sind die dann wirklich für immer, immer, immer da? Meine Mutter sagt ja immer so gerne, wenn ich will, dass ein Bild für immer und ewig gespeichert ist, dann soll ich es doch auf Facebook laden. Und dann denke ich mir auch immer, recht hat sie ja schon, aber dann können die von Facebook mein Foto benutzen, weil es ist ja jetzt mit der letzten Änderung gekommen, dass die da die Fotos frei benutzen dürfen. Und ja, ich bin dann jemand, ich frage mich immer dann, ich versuche immer die AGBs zu lesen und ich gebe auch jedem da draußen den Tipp, versucht zumindest euch durch diese AGBs durchzukämpfen. Und selbst wenn es 3 Wochen dauert, dann wartet halt so lange bis ihr auf OK drückt. Oder sucht irgendwelche Internetseiten, die die AGBs schon gelesen haben und die für euch eine Zusammenfassung davon, davon rausbringen. Ich bin ja zum Beispiel sehr oft lese ich auf Chip, das wird CHIP geschrieben, das ist so eine Computerhilfsseite oder zum Beispiel auch auf ja, Computerbild oder so. Lese ich ja immer dann die Zusammenfassung. Die tun oft solche Sachen dann zusammenfassen und dir dann sagen, was die wichtigsten Änderungen sind. Und das kann dann auch manchmal helfen. Also, falls ihr es nicht lesen wollt, dann informiert euch aber auf jeden Fall, was drin steht, bevor ihr sagt, ja, okay. Ja, gut. Aber das Doofe ist halt, meistens werden die AGBs bei solchen Sachen geändert, die man gar nicht hergeben möchte oder die man braucht oder die eben wichtig sind. Und dann kann man es doch wieder nicht drauf verzichten und muss eigentlich praktisch doch wieder ja sagen. Ja, gut, das war eigentlich meine Freitagslaberei heute. Ich hoffe, dem einen oder anderen habe ich vielleicht geholfen. Naja, wie soll ich euch damit helfen? Eigentlich kann ich, habe ich euch nur erzählt, wie ich das handhabe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das macht, ob ihr die Leute seid, die es wirklich packen, diese ganzen riesen AGBs zu lesen. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao!